endlich mal. Ja, ich gebe mir die Ruhe, mach die Tür, Klingel auf, es kommt mir keiner in die Bude. Ich geh nicht mal ans Telefon, hinterlass mir halt ne Nachricht nach dem Ton. Heute chill ich mal. Ich gebe mir die Ruhe. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge CSGO. Mit mir dem Saris und der Olme ist mit dabei, alias Gregor Gysi. Meine sehr verehrten Bürger und Bürgerinnen, die Situation in der Bundesrepublik lässt zu wünschen übrig. Nur zur kurzen Erklärung, wir spielen gerade ein internes 1 gegen 1 SSG 08 und Diege. Ja, auf Scout Arena, das ist die neue Matchmaking-Map, offiziell von Valve. Das ist eine von den Fans erstellten, eine von einem Fan erstellte Map 1 gegen 1, aber ich denke mal, hier ist auch ganz gut 2 gegen 2 drauf zu spielen. Und jeder spawnt in einer Hälfte. Die Map ist, glaube ich, parallel gebaut. Ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja! Du hast mir mit dem ersten Schuss 99 Schaden gemacht, wollte ich nur so anmerken, ja. Deswegen hast du Panik bekommen. Ja. Ja, guck dir diesen Mann an. Dieser Mann versetzt Berge. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt ein Scout-Duell, ne? Ja, es ist halt, der erste Schuss sollte sitzen. Ja, muss auch sitzen bei einer SSG. Naja, nö. Aber der saß. Ach du Scheiße, ich hätte nicht nochmal gucken dürfen. War er zu greedy. Boah, ich kann die Billig-Sniper nicht. Ah, die ist halt... Kostet halt nur wenig. Ist gut zu bedienen, braucht halt eine Menge Skill. Ja, das tut jetzt weh, ja. Noch kann ich die große Fresse haben, noch habe ich mehr Punkte. Irgendwie tut es wirklich ein bisschen weh. Boah! Echt? Alter! Alter! Och, ey, das kann nicht wahr. Angeblich nicht einmal gehittet, Leute! Was ist los? Hat wohl sich gelohnt, auf den kostenpflichtigen Aimbot zu wechseln? Würde ich sagen. Ja, ich habe auch so langsam so das Gefühl, was gerade abgeht. Also wie gesagt, ich kann zwar mittlerweile die SSG gut spielen, aber das ist jetzt übertrieben. Fuck! Ich habe richtig spät gesehen. Danke Game, dass ich wenigstens einen Kill machen durfte. Mit dem Scheißding. Ja, aber ich würde sagen, damit ist auch wieder gut. Achso, du hast kurz die Regner runtergeschraubt für dem Hack-Programm. Der Programm ist abgestürzt, Exe funktioniert nicht mehr. Ich habe das Gefühl auch, du bist der defensivere Spieler. Ich bin jetzt am Vorwaschen. Das glaube ich dir nicht. Aber ich komme ja nicht raus, weil ich weiß, du sitzt auf deinem scheiß Türmchen. Deswegen komme ich nicht um die Ecke. Wäre dämlich. Wo bist du? Du würdest es gerne wissen, ne? Sehr gerne sogar, ja. Das ist dumm, das ist dumm, das ist richtig dumm. Boah, Alter. Der hat doch gesessen. Oder? Leider ja. Und ich habe natürlich mal wieder nicht getroffen, angeblich. Hey, du hast doch wie 3. Ich habe noch 23 Leben. Was? Da ist doch gar kein Blut an der Wand gewesen. Ja, ich hab nur noch 23 Leben. Da hast du immerhin ein HP mehr als ich. Heißt wohl nächster Treffer was Kill, ne? Ja. Wo bist du hin, Alter?
Komm schon raus! Lass spielen! Ich spiele? Du bist ein Bastard, wo auch immer du bist. War das eigentlich nur ein Schuss, um zu sehen, ob du da in der Nähe bist? Scheiß knapp, Alter! War eigentlich wirklich nur ein Schuss, um zu sehen, ob du da... Pack! Psychoterror! Ich hab dich doch da gesehen, ich hab's doch gewusst, Alter! Ich dachte, du wärst zurückgelaufen. Runter damit! Ich merke schon, das Spiel wird knapp. Gewonnen hat übrigens jetzt erst 8 Punkte. War das hier, war das nicht diese Map, wo die Punkte so random waren? Ja, waren das hier nicht 8er? Ich weiß nicht genau. Bin mir jetzt nicht sicher, wenn nicht, machen wir halt, wenn es wirklich jetzt so kurz wird. Ach du Scheiße, Alter, du bist der SSG Master. Ohne Witz. Oh, und ich hab dich wieder nicht angehittet. Das kann doch nicht wahr sein. Für die geile, wa? Die ist echt geil, die fällt mir. Danke. Der Skin von der SSG von Sarius erinnert mich ein bisschen an Borderlands, wer das Spiel kennt. So nicht für dieselbe Grafik. So ein bisschen comic-mäßig, aber eben realistisch gehalten. Okay, ja. Ich bin ja echt nie so der größte Borderlands-Fan gewesen. Das ist noch nie gespielt. Doch, natürlich. Echt? Ja. Beurteile mich nicht, wenn du nicht weißt, was du über mich wissen solltest. Dann hast du Borderlands gespielt eine Stunde bei Steam Purchase oder was? Nö, bei einem Kumpel, der das hat. Und wie sagt mir, also hier, wie ist das allererste war, das erste Borderlands. Ja, ich sag mal so, das war was Neues, aber heutzutage ist es im Kumpel. Der zweite war richtig geil. Das hat mir halt, der erste Teil hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Das ist halt einfach nicht meins. Ich weiß halt nicht, ob der, vielleicht ist der zweite und dieses, ich weiß, Pre-Sequel oder so heißt, das gibt's noch. Vielleicht ist das ja viel, viel geiler. Pre-Sequel muss man wirklich, ich sag mal, man muss den zweiten zumindest gemocht haben, um es zu verstehen. Na Lunsimon um der Eck. Oh, du bist ein Hurk! Alter! Der hat nicht geschmeckt in der Luft. Ich hab ein bisschen Angst. Nein! Ich bin runtergefallen. Bist du gar nicht? Nein! Och nö, ich hab dir doch gar keinen Schaden gemacht. Ey, das ist doch witzlos hier gerade mit der SG. Also, na, ich hatte aber nur noch 88 Leben. Och nö. Vielleicht musst du auf die Diegel wechseln. Ja, auf die Distanz. Ja, dann, komm, du hast mit der Diegel schon auf größere Distanz einen Headclick gemacht. Ja, das stimmt schon, aber... Ob ich dich hier Headclicke? Ich versuch's gerade halt wirklich, wa? Ja, ich merk's. Du machst ganz schön Druck auf. Du baust ganz schön Druck auf. Problem ist halt, du musst wahrscheinlich mehrfach treffen, ich muss nur zweimal treffen. Oder einmal, wenn du gut zielst. Wir haben ja keine Rüstung. Alter! Auf 34! Da zieht er sich zurück! Natürlich, ich bin doch nicht bescheuert. Yeah! Mit der Digga hat echt geklappt, danke für den Tipp. Hab ich du doch die ganz viel Druck aufgebaut, weil ich kann da nicht stillstehen, weißt du? Na klar. Der Digga mit der SSG macht mir immer so, Sneak. Ist richtig. Der Digga kann halt immer wieder links, rechts und drauf schieben wie so ein Bojaktor. Ja, das Problem ist, wenn du sobald du mehr als einen Schuss immer aus dem Ding abfeuerst, wird das Ding so unpräziser. Das war richtig dumm. Das wird jetzt ein spannenderes Match hier. Oh ja. Fuck. Es geht auch länger als ich dachte. Ich dachte, du machst das jetzt hier so 8-2, klatscht er mich weg, weil sie so klatsch ist er weg. Ja, weil ich ja sonst welche Klatsch habe mit der Sniper. Ja, du bist echt nicht schlecht im Moment mit der SSG.
Da kann man nichts sagen, du. Wo warst du denn? In meinem Türmchen. Und ich hab dich gesehen, wie du da hochgeklettert bist. Das war scheiße für mich. 5-5. Ah doch, dann hast du recht, dann geht das wirklich Best of 8 hier. Oder was heißt Best of 8? Na, nicht Best of 8, sondern wer zuerst 8 hat, so rum. Das wäre schon wieder Best of 8. Geht ja gar nicht. Nein! Warum musst du jedes Mal auf dieses verhinderte Fass schießen, Alter? Because I can it. Das war dumm. Das war dumm. Oh, den hat er abbekommen. Ja, ich hab noch 50. Oh, ich hab dich noch nicht, ich hab dich nicht mal gesehen. Was? Das war lucky. Ich hab kein Bullbang. Ich hab einfach mal hingeschossen. Wieso ist der durch die Wand gegangen? Na eben nicht. Das, aber du kannst mich eigentlich nicht gesehen haben, deswegen. Ich hab dich auch nicht gesehen, ich hab einfach mal Lucky reingeschossen. Ja, deswegen, wie kannst du mich treffen ohne einen Wallbang, wenn du mich nicht siehst? Na, weil du wahrscheinlich genau in dem Moment vorgesteppt bist, wo ich geschossen habe und die Kugel hat da connected. Das war ziemlich scheiße. Runde lang, ey. Nee, oh, ich war drauf. Ja, ich wusste schnell klicken, ich wusste, du würdest. Ich wusste, dass du diese Runde im Turm saß. In dem Turm. Dachte ich mir schon. Weil zweimal fährst du meistens nicht dieselbe Taktik. Ja, manchmal, aber nicht immer. Selten. Hallo? Kann ja wohl nicht wahr sein. Und wie nicht mal gehittet. Warum bin ich so schlecht in 1 gegen 1 in dieser Zeit? Ich versteh's nicht, Leute. Ich versteh's nicht. Ihr habt ja, wenn ihr es gesehen habt, gegen Struvi total reingeschissen. Jetzt gegen Olme. Ja, reingeschissen, da steht 7-6. Ja, letzte Runde. Ja, trotzdem steht 7-6. Und du kannst mich mit einem Schuss raushauen. Soll ich? Wäre nicht so geil, aber... Du hast auf jeden Fall gerade geschossen, weil du mich wahrscheinlich gesehen hast. Nein, habe ich nicht. Das war... Präorientierungsschuss. Du weißt, was ich meine. Ja. Sehen, ob du darauf reagierst. Na komm, ich baite dich. Komm, lass dich baiten. Jeder möchte ein bisschen gebaitet werden. Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, dass du schon in meinem Türmchen bist? Du weißt, dass ich schon in deinem Türmchen bin? Ja. Ah ja, da hast du aber ganz schön Knick in der Optik. Ah, da. Ich hab grad echt ein bisschen Panik, Alter. Wahrscheinlich bist du schon auf meiner Seite und ich check's einfach nicht. Hab ich dich gerade gehört? Nee, oder? Ich weiß ja gerade mal selber nicht, wo ich bin, so richtig. Boah, Alter. Panik. Problem ist, wie komme ich jetzt an die Karte? Oh Gott, Movement-Krüppe. Leute, ihr habt den Fail gerade beobachtet. Runtergefallen oder wie? Da hab ich doch vorher schon gesehen. Nein, ich hätte nicht gehen sollen. Ich hätte gehen sollen. Warum war das keine Challenge? Ich hätte gehen sollen.
Oh. Ja, naja, Logis jetzt durchgesetzt. Wohl verdienter Sieg für den Olme. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt CSGO. Macht's gut, Freunde. Ciao. Hey, ciao.